Die Laser sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Wellenlängen sehr vielfältig einsetzbar. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von Haar- oder Tattooentfernung bis zur Entfernung von Pigmentveränderungen, Hautverjüngung, aber auch Behandlung von Gefäßveränderungen, Besenreißer, Kuperose oder Gefäßfehlbildungen wie Hämangiome, also Blutschwämme oder Feuermale. Allerdings ist es meistens nicht mit einer Therapie getan. Es benötigt mehrere Sitzungen an Laserbehandlungen, um das Problem wirklich bewältigen zu können. Die Nachsorge des Patienten ist sehr einfach. Es ist ein intensiver Sonnenschutz notwendig bzw. eine Sonnenkarenz und die Pflege der Haut erfolgt mit speziellen Cremen. Auch bei überschießender Narbenbildung, das heißt verdickten, über dem Hautniveau befindlichen Narben oder verbreiterten Narben, kann der Laser als Therapie angeboten werden. Hier vor allem der CO2-Laser, aber auch der Farbstofflaser hat hier sein Einsatzgebiet. Die Kosten dieser Behandlung, wenn es sich hierbei um eine medizinische Leistung handelt, werden von den meisten Krankenkassen übernommen. Ansonsten muss der Patient die Kosten selbst tragen. Die Behandlung kann in den meisten Fällen ohne Narkose durchgeführt werden. Das heißt, die Haut wird mittels einer oberflächenanästhesierenden Creme schmerzunempfindlich gemacht. Die Therapie erfolgt rasch und minimal invasiv. Das heißt, in Folge ist mit keiner langen Ausfallszeit zu rechnen. An unserem Laserzentrum stehen vier hochentwickelte Laser: der Rubinlaser, der Farbstofflaser, der Neodymiac-Laser und der fraktionierte CO2-Laser zur Verfügung. Dadurch ist es uns möglich, ein breites Spektrum an Behandlungen anbieten zu können.